Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem brandheißen, neuen und super motivierenden Wochenorakel. So, als allererstes suchst du dir eines dieser drei Strukturen aus, denn hinter einer dieser drei Strukturen verbirgt sich deine Wochenbotschaft. Orientier dich einfach mal rein impulsiv oder aber du richtest dich nach dem Themeninhalt. Hier die erste Struktur ist Liebe und Partnerschaft. Die mittlere ist Spiritualität und persönliches Wachstum und die hintere, die letzte, ist Finanzen, Business und Erfolg. Am besten ist, du entscheidest dich jetzt. So, beginnen werde ich hier mit Liebe und Partnerschaft. Da habe ich drei von Rider-Waite-Tarot gezogen. Ups, und da haben wir Folgendes. Wir haben den Teufel, wir haben die Kraft und wir haben die drei der Stäbe. Und das lässt darauf schließen, dass für alle diejenigen, die in fester Partnerschaft sind, es im Moment doch einige Schwierigkeiten gibt. Das heißt Abhängigkeiten, Verbindlichkeiten, Dinge, die man tun muss, die einfach letztendlich zum Beispiel die Zeit klauen, dass man miteinander Zeit verbringt. Es kann sein, dass man vielleicht vermehrt Eifersucht auch in sich spürt oder der Partner sich sehr eifersüchtig zeigt. Es sind auf jeden Fall Strukturen erkennbar, die einen nicht ganz so sein lassen können, wie man gerne möchte. Abhängigkeiten, Ohnmachtsstrukturen, Machtstrukturen, das ist in dieser Woche das Thema in der Partnerschaft. Vielleicht merkst du auch einfach, dass du viel zu wenig Zeit für deinen Partner hast oder deinen Partner für dich, dass einfach Lebensumstände, die von außen letztendlich kommen, die Partnerschaft stören und die Entwicklung ein bisschen hemmen. Für alle diejenigen, die noch Single sind, bitte darauf achten, nicht zu panisch loslaufen und einen Partner suchen. Darauf achten, dass ihr euch nicht in Abhängigkeiten begebt. Ja? Darauf achten, dass ihr nicht in Locations auf Partnersuche geht, die mit Dunkelheit, mit unangenehmen Strukturen einhergehen. Sucht helle und liebevolle und positive Orte und Gemeinschaften auf, um auf Partnerschaftssuche zu gehen. Denn es wird gesagt, und das ist das Spannende, es löst sich nämlich in dieser Woche auch schon dieses Thema Ohnmacht auf. Denn über das Thema Kraft und die drei der Stäbe zeigt sich, dass ihr mit Leidenschaft, mit Engagement, zum Beispiel mit gemeinsamem Hobby, bei der Kraft auch immer zum Beispiel das gemeinsame Sport machen, ihr vielleicht ein bisschen Zeit, was ihr habt, für die Gemeinsamkeit aufwendet und dass ihr einfach mit liebevoller Energie und mit Engagement euch wirklich bemüht, Zeit miteinander zu verbringen, die Schwierigkeiten aufzulösen, zum Beispiel auch wenn es um Eifersuchtsthemen geht, sich bemühen, wirklich da miteinander ins Verständnis zu gehen. Dann könnt ihr das Ganze nämlich auflösen und die drei der Stäbe hier am Ende zeigen eben auch auf, dass ihr in den Ausbau der langfristigen Perspektive geht. Das heißt also, eine lange, schöne, liebevolle, feste Partnerschaft wartet auf euch und man sieht hier, wie die Schiffe in den Hafen wieder hineinkehren. So ist es so ein Energiefeld des wieder bei sich Ankommens und auch in der Partnerschaft ankommen. Und letztendlich wird es auch so sein, dass diese Schwierigkeit, die hier zu erkennen ist, nämlich die unangenehmen, schwierigen Strukturen, letztendlich gut sind, weil sich beide bemühen werden, diese Problematik zu beseitigen und dass einfach Lösungen gefunden werden, die letztendlich dann sogar besser sind als vorher. Und darum muss diese Schwierigkeit auch sein, damit man eine neue Struktur findet, um in Partnerschaft zu gehen. Für alle diejenigen, die in einer Dualseelenpartnerschaft stecken, das heißt mit einem Menschen, mit dem sie große Schwierigkeiten haben. Ja, man kann nicht miteinander, man kann nicht ohneinander, manchmal hat man auch schon seit Jahren keinen Kontakt mehr, aber man kommt einfach nicht raus aus der Geschichte, ist es im Moment die allerbeste Zeit, um innere Lösungen zu finden für diese Problematik. Auch hierbei wird Sport empfohlen, mach Sport, bemühe dich um deine Lebensenergie, deine eigene Seelenkraft und letztendlich auch Körperkraft, denn die wird dir helfen, all diese Themen wunderbar aufzulösen und in eine positive Entwicklung zu bringen. Für alle diejenigen, die Single sind, raus aus panischen Thematiken, Partnersuche, ja, ganz gelassen sein, ihr seid nicht abhängig, ihr seid nicht bedürftig, ihr seid ganz seelisch kerngesund, ihr braucht nicht glauben, dass irgendetwas Negatives mit euch ist, nur weil ihr noch niemanden gefunden habt, also geht da nicht zu sehr in die Abhängigkeitsenergie, ins zu feste Wollen, denn das hindert euch letztendlich nur daran, dieses Glück zu finden, was hier nämlich auch erkennbar ist. Vielleicht für alle Singles, macht Sport, treibt Sport, haltet euch draußen in der Natur auf,
auf, geht spazieren, walken, joggen, macht Yoga, schließt euch vielleicht einem Fitnessstudio an oder geht in irgendeine sportliche Gemeinschaft, denn es ist gut möglich, dass ihr beim Sport den passenden Partner findet, der dann eben auch langfristig für euch euer Partner sein wird. Also ein sehr ausführliches Partnerschaftsorakel für die kommende Woche. Ich hoffe, dass dir das was sagt und dass dir das auch weiterhilft, denn es ist eine ganz positive Energie, die auf eine sehr tolle Veränderung und Seelenheilung letztendlich auch schließen lässt. Jetzt kommen wir hier noch zu meiner Schicksalsbotschaft, die Sonne für diese Woche. Großartig, denn Sonne steht immer für Wärme, Liebe, Versöhnung, Glück, Kraft, Authentizität, Selbstbestimmtheit. Ja? Also hier wird sich natürlich ganz Großartiges tun und das, die ganze Thematik, so wie ich es gerade schon sagte, wird letztendlich das große Glück auslösen, inklusive Selbstbestimmtheit und Authentizität. So, last but not least, wir haben ja noch die schöne Seelenbotschaft, eine Botschaft deiner Seele für dich. Und zwar sind das die Karten von der Heike Bender. Bei Facebook findet ihr sie zum Beispiel, ansonsten habe ich sie euch auch im Text verlinkt. So, und die Seelenbotschaft sagt lauschen. Und das ist ganz spannend. Bei aller Kraft, bei aller Energie, die diese Woche zutage treten wird, heißt es doch, aber lausche auch immer wieder nach innen. Denn in dir drin wirst du deine Antworten finden und da wirst du auch deine Ruhe finden. Ja? Also das heißt, man erkennt zum Beispiel, dass man zu wenig Zeit hat füreinander oder man erkennt, dass man ein Eifersuchtsthema hat oder der Partner ein Eifersuchtsthema hat. Dass man da jetzt gar nicht so in die Aktion geht, ja, man wird etwas tun, man wird ja auch eine Lösung finden, aber die eigentliche Lösung liegt im Inneren, dass man wirklich in sich hineinlauscht, auf die wirklich wichtigen Prioritäten achtet, was ist wirklich wichtig für dich, was will deine Seele von dir, und wenn du darauf immer achtest, dann findest du auch A, die innere Ruhe und B, auch die richtige Lösung. Also, ganz, ganz schöne Woche für euch, für alle Liebenden unter euch. So. Jetzt kommen wir natürlich zur persönlichen Entwicklung, Spiritualität und Psyche, ja, Eros und Psyche, Spiritualität und Psyche. Hier ist es ja spannend. Das heißt, ja, das ist ja, es ist sehr interessant, der Gehängte, die drei der Schwerter und die sieben der Kelche. Das heißt hier ganz deutlich in der Übersetzung, dass du dich vielleicht in der seelischen Entwicklung, in der spirituellen Entwicklung in einer Art Stillstand befunden hast oder vielleicht auch noch befindest, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, also vielleicht viele Talente, Möglichkeiten, Ziele hast, aber irgendwie so gar nicht so richtig weißt, ja, wie gehe ich denn da jetzt weiter vor und wie erarbeite ich mir vielleicht eines meiner vielen Talente zur Perfektion, ja, übrigens auch die Karte für Spiritualität, und hier wird gesagt, dass du dich ganz klar von etwas lösen wirst. So, und jetzt bringen wir das Ganze in den Zusammenhang. Das heißt, du löst dich in dieser Woche ganz klar aus deinem Stillstand heraus, ja? Diese Energie, die dich einfach gefangen gehalten hat und sich in die Unbeweglichkeit gebracht hat, die geht jetzt ganz klar in die Beendigung. Du wirst dir einfach einen dieser vielen Möglichkeiten, die du hast im Leben, einen Traum davon wirst du dir pflücken und diesen ganz klar konsequent und beharrlich auch verfolgen. Es kommt also auf jeden Fall in dieser Woche in die Bewegung, auch wenn es vielleicht eine schmerzhafte Trennung ist, aus diesem Stillstand herauszugehen, weil es vielleicht Mut erfordert, sich zu zeigen, Mut erfordert und Anstrengung erfordert, vielleicht etwas anzugehen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, du möchtest dich selbstständig machen im spirituellen Bereich, hast bisher aber nicht den Mut gehabt, hast immer auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. In dieser Woche wird dir also klar, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Der perfekte Zeitpunkt ist definitiv jetzt und du wirst dich aus deinem Stillstand heraus befreien und wirst einfach den Mut haben, dich zum Beispiel auf einer Line anzumelden oder für ein Seminar anzumelden oder aber eine Anzeige in die Zeitung zu setzen, dass du spirituell für jemanden tätig sein möchtest. In dieser ähnlichen Form kannst du das natürlich auf alle Beispiele setzen. Mein Motto lautet eben ganz klar, warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, die perfekte Zeit ist jetzt und löse dich von deinem eigenen Stillstandsdenken. Das ist die Woche das große Thema. Und guck mal, nichts könnte passender sein dazu als die Karte der Gerechtigkeit als Schicksalskarte, denn sie sagt aus, du wirst das ernten, was du aussäst. Jetzt also wirklich die ideale Zeit, in die Puschen zu kommen, in Quark zu kommen. Vielleicht hast du es für die letzte Zeit schon öfter mal vorgenommen, aber bist einfach nicht in der Lage gewesen, wirklich deine Ziele umzusetzen. Tu es bitte jetzt hier nochmal ganz klar, die Aufforderung deiner eigenen Schicksalsenergie, denn du kannst nur Erfolge ernten, wenn du auch etwas dafür tust. Kommen wir noch zur Seelenbotschaft.
Lass dich von einem Engel begleiten, wird hier gesagt. Also bitte auch gerne die Engel darum, dass du hier jetzt endlich den Hintern hochkriegst, dass du dir die Dinge zutraust, die dir wichtig sind. Vertraue auf die Unterstützung der Engel und der kosmischen Unterstützung, denn die Engel möchten dir gerne helfen. Also lass es zu und trau dir auch an dem Ende zu, da wirklich die Engel zu bitten, dass du in die Überwindung kommst und in die Zielstrebigkeit. So, und jetzt haben wir noch Business und Erfolg. Da bin ich sehr gespannt, was da auf euch wartet. Und ich habe mir für mich persönlich einfach mal heute überlegt, das wird meine Botschaftsstruktur sein. Und da wird es in dieser Woche finanziell nicht so rosig aussehen. Da wird es finanziell mal auf, mal abgehen. Das sind schwankende finanzielle Verhältnisse und das ist auch völlig in Ordnung. Denn die Karten sagen dir, mache alles, was du tust, aus Spaß und aus Freude. Geh voller Leidenschaft an die Dinge heran. Tu das, was dir richtig Spaß macht. Nimm dir auch mal Zeit für eine kostbare Auszeit. Vielleicht lässt du einfach mal 5 Grad sein und genießt einfach mal das Leben ein bisschen. Dann wirst du sehen, wird der Erfolg schneller und besser kommen, als du dir das überhaupt vorstellen kannst. Also eine Woche, in der das Thema Lebensfreude vor dem Thema finanzieller Erfolg steht. Und letztendlich ist das die Energie, die dich richtig auch in den finanziellen Erfolg im späteren Verlauf bringen wird. Du wirst sehen, die Sachen werden besser funktionieren, als du dir das überhaupt vorstellst, wenn du mit Freude und auch mit den nötigen Pausen und Auszeiten an dein ganzes Werk herangehen wirst. Gucken wir uns die Schicksalsstruktur an für diese Woche. Da geht es um das Gericht, um die Erlösung, um die Berufung. Ja, du wirst wahrscheinlich etwas tun, was deine Berufung ist und wirst auch dich wahrscheinlich eben über dieses Freudethema von gewissen Abhängigkeiten lösen, denn das Gericht ist auch die Erlösung aus Schwierigkeiten, ja, aus Schwere, aus Zweifeln. Ja. Hier wirst du energetisch ganz klar angehoben werden in dieser Woche und erkennen, dass dein Job oder die da drin liegenden Möglichkeiten eben deine Berufung sind. Und es ist letztendlich auch die Aussage, dass du den Schatz heben wirst. Das Gericht ist auch die Hebung des Schatzes, ja, der wahre Beruf, die wahre Ausübung, ja, deines Seins. Ja? Also eine ganz, ganz tolle Entwicklung, ganz tolle Energie. Schauen wir noch auf die Seelenbotschaft. Und hier wird gesagt, der Schlüssel für dein Glück. Ja, also diese Freude ist definitiv der Schlüssel für dein Glück. Also die Seele bestätigt dir noch einmal, dass in dieser Woche das Thema Freude, Auszeit, Pause, schöne Energie, das, was du tust, mit Liebe tun, dass das der Schlüssel für dein Glück ist, für dein finanzielles Glück und dein persönliches Glück. So, ein intensives Wochenorakel. Ich hoffe, ihr habt wieder mal eure Freude daran gehabt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf meine kommende Woche und ich danke euch sehr fürs Teilen, fürs Kommentieren, fürs Liken. Das macht mir immer ganz viel Freude zu lesen, wie gut es euch gefallen hat und zu sehen, wie viele Menschen wirklich auch diese Orakel immer teilen und liken. Das bedeutet mir natürlich auch ganz, ganz viel. So, ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Da sehen wir uns spätestens wieder mit dem Wochenorakel. Tschüss, eure Linda Giese.